Der leckerste Frau Holle Kuchen aus dem Thermomix. Hi, ich grüße dich hier wieder aus der Mein Zaubertopfküche und ich habe dir heute wieder ein richtig tolles Rezept mitgebracht, denn wir backen hier heute einen super leckeren Frau Holle Kuchen und der besteht aus einem saftigen Rührteig, aus einem fruchtigen Erdbeerpüree und oben natürlich noch aus einer cremigen Sahneschicht. Und wenn du das Rezept nachlesen möchtest, findest du das natürlich wieder in der Beschreibung. Und lass uns auch super gerne ein Abo da, denn wir freuen uns über jeden einzelnen Abonnenten. Und drück am besten auch gleich die Glocke, dann verpasst du keine neue Folge mehr von uns. Aber jetzt zu den Zutaten, was du für den Kuchen brauchst. Und zwar brauchen wir Mehl, Mineralwasser, Zucker, Öl, Eier, später Schokolade, Gelatine, Sahnesteif, Vanillezucker, Erdbeeren, eine Prise Salz, Backpulver und Sahne. Und die Sahne stelle ich jetzt erstmal nochmal in den Kühlschrank, denn die brauchen wir erst später. Und du weißt ja, Sahne muss immer kalt sein, wenn wir die im Thermomix schlagen, damit die auch garantiert gelingt. So, die ist weg und wir fangen mit dem Rührteig an. Und dafür brauchen wir jetzt als erstes den Zucker. Dann kommen 4 Eier dazu. Dann kommt ein neutrales Pflanzenöl dazu. Ich nehme übrigens auch extra Öl und keine Butter, weil dadurch wird der Kuchen auch mal so richtig schön saftig, weil er nämlich einen höheren Fettgehalt hat, das Öl, als die Butter. Und Mineralwasser und dadurch wird er so richtig locker und fluffig. Das kommt auch noch mal da rein. Und das Ganze verrühren wir jetzt und zwar 25 Sekunden auf Stufe 5. Unser Teig ist schon fast fertig. Jetzt gebe ich noch mal als nächstes Mehl dazu. Wir haben ganz normales Mehl, Type 405. Wer mit Dinkelmehl backen möchte, kann das natürlich auch dann am besten Type 630 verwenden. Und dann brauchen wir noch Backpulver, damit der Kuchen auch schön aufgeht. Das ist ungefähr, also 3 Teelöffel entspricht ja ungefähr so ein Päckchen. Und eine Prise Salz, um diesen süßen Geschmack einfach nochmal zu verstärken. Und das Ganze rühren wir dann auch nochmal 20 Sekunden auf Stufe 4 auf. Und während das rührt, räume ich hier schon mal ein bisschen auf, weil ich brauche nämlich gleich mein Backblech. Sehr gut, unser Teig ist fertig. Den Backofen habe ich übrigens vorgeheizt und zwar auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und mein Backblech habe ich mir hier auch schon vorbereitet. Da habe ich jetzt einfach einmal Backpapier draufgelegt. Und ich nutze immer, wenn ich Backblech oder einen Blechkuchen backe, nutze ich immer so einen Backrahmen, weil ich finde, das sieht dann immer ein bisschen gleichmäßiger und später beim Anschneiden vom Kuchen noch alles ein bisschen ordentlicher aus. Und dann gebe ich einfach den Teig aufs Backblech dazu. Sehr gut, der Teig ist drin. Ich verteile das nochmal hier so ein bisschen gleichmäßig. Und dann geht das Ganze jetzt erstmal für 20 Minuten in den Ofen. In der Zeit spüle ich natürlich auch schon mal den Mixtopf, denn wir müssen ja als nächstes das Erdbeerpüree machen. 20 Minuten sind vorbei. Ich habe hier schon mal den Rührteig hier wieder aus dem Ofen geholt. Ich stelle das einmal hinten ab, damit das abkühlen kann. Denn wir kümmern uns jetzt erstmal um das leckere und fruchtige Erdbeerpüree. Und dafür brauche ich jetzt frische Erdbeeren. Sollte keine Erdbeersaison sein, kannst du das natürlich auch mit Tiefkühlerdbeeren machen, die dann aber am besten vorher auftauen lassen. Und damit das auch schön süß wird, kommt noch selbstgemachter Vanillezucker dazu. Der ist immer richtig gut im Thermomix, ist auch immer eine tolle Geschenkidee und geht super schnell und ist auch viel günstiger als gekaufter. Das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 8 püriert. So schnell ist unser Fruchtpüree auch schon fertig. Das kannst du dir übrigens morgens auch immer richtig lecker auf Joghurt machen. Und ich weiche jetzt hier schon mal nebenbei die Gelatine ein. Wir brauchen jetzt 8 Blätter und ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Wasser dazu und lass die kurz einweichen und dann müssen wir das Ganze im kleinen Topf erstmal erwärmen. Einmal gut ausdrücken und dann wird die im Topf bei schwacher Hitze aufgelöst. Und jetzt kommen noch 4 Esslöffel von dem Erdbeerpüree dazu. Und der letzte Löffel, das rühre ich einmal unter und dann wird das Ganze gleich nochmal mit dem restlichen Erdbeerpüree hier vermengt. Alles schön aufgelöst. Jetzt kommt die Gelatine hier rein. Das Ganze wird jetzt nochmal für 30 Sekunden auf Stufe 3 vermengt und dann können wir das Erdbeerpüree auf unseren Kuchen streichen.
Gut, unser Kuchenbelag, unser fruchtiges Erdbeerpüree ist sozusagen jetzt auch fertig. Der Kuchen ist ja jetzt auch schon in der Zwischenzeit ganz gut abgekühlt. Ich hole den mal nach vorne und dann gebe ich jetzt erstmal schön das Erdbeerpüree darauf. Boah, es riecht so lecker. Es riecht wie so eine leckere Erdbeermarmelade. Das ist übrigens auch noch mal ein Tipp, wenn es schnell gehen soll, weil mit Gelatine muss ja immer alles gut aushärten. Das heißt, wenn es wirklich schnell gehen soll, könntest du statt dem Erdbeerpüree auch einfach ein Glas Erdbeermarmelade darauf streichen. Gut, das Püree ist auf dem Kuchen. Der muss jetzt auch erstmal einmal noch mal wieder komplett durchkühlen und in der Zeit werde ich jetzt schon mal hier den Mixtopf wieder sauber machen. Die Sahne ist ja kalt gestellt, den Rühraufsatz habe ich auch schon in den Kühlschrank gelegt, damit gleich die Sahne einfach besser gelingt und den stelle ich jetzt erstmal einmal zur Seite. Der Kuchen kühlt ab, die Sahne habe ich mir gerade schon frisch aus dem Kühlschrank geholt, ebenso hier mein Rühraufsatz, den habe ich nämlich auch in den Kühlschrank gelegt, damit er schön kalt ist. Mixtopf nochmal kontrolliert, dass der auch kalt ist, weil sonst würde ich gleich Butter haben und keine Sahne. Das passt also alles. Also die kalte Sahne in den Mixtopf. Dann setze ich den Rühraufsatz ein. Und damit das Ganze auch richtig schön fest wird, habe ich hier noch Sahne steif dabei. Und dann rühre ich das Ganze jetzt auf Stufe 3,5. Du weißt ja auch, der Rühraufsatz darf sowieso immer nur bis Stufe 4 verwendet werden. Mit Sichtkontakt ohne Zeiteinstellung. Und ich finde, beim Sahneschlagen hört man das immer ganz gut. Wenn das Messer so ins Leere läuft, dann ist die Sahne gut. Und dann musst du auch schnell ausmachen, weil sonst gibt es Butter. So. Und ich habe hier ja noch ein bisschen Vanillezucker. Das lasse ich jetzt einfach währenddessen hier so ein bisschen einrieseln. Jetzt heißt es echt vorsichtig sein und aufpassen. Und noch hörst du es, er schlägt noch überhaupt nicht ins Leere, sondern du hörst noch richtig dieses Hörmer. Ist noch sehr flüssig, ne? Und jetzt hörst du es, das Messer schlägt ins Leere und dann soll man wirklich sofort ausstellen. Weil du hast echt schneller Butter als gedacht. Das sollte man auch nie üben, wenn nur noch ein Päckchen Sahne da ist und deine Gäste kommen. Dann nimm wirklich immer lieber das Handrührgerät. So, die Sahne sieht aber super aus. Die kann ich jetzt auf den Kuchen geben. Gut, das heißt, die Sahne kommt da jetzt schön drauf. Und dann geht's gleich ans Probieren. Die Sahne ist jetzt hier auch richtig gut verstrichen. Das heißt, das kühlt jetzt wieder durch. Echt viel Kühlzeit, ne? Aber ich sag's dir trotzdem, es lohnt sich, weil der ist richtig, richtig lecker. Und ich nutze jetzt einfach nochmal die Zeit, ich habe hier mein Handy schon reingelegt, und stöber jetzt einfach nochmal ein bisschen bei uns im Zaubertopf-Club. Vielleicht kennst du den ja auch schon und wenn nicht, guck ihn dir auf jeden Fall an. Denn ich suche nämlich jetzt erstmal unsere Mittagessen für nächste Woche zurecht und leg sie mir einfach noch schon mal in den Wochenplan. Mein Wochenplan steht für nächste Woche und der Kuchen ist jetzt auch schon richtig gut durchgekühlt. Das heißt, ich kann den Backrahmen jetzt hier mal abmachen. Und dann kommt nämlich noch Schokolade da oben drauf. Ja, guck mal, wie gut das aussieht. Ich raspel das jetzt, weil ich finde das ein bisschen schöner, wenn so die Späne ein bisschen größer sind. Wenn es schnell gehen soll, kannst du aber auch einfach kalte Schokolade in Stücke geben und einfach ein paar Sekunden auf Stufe 6 raspeln. So, ich mache das jetzt so. Da ist ja Frau Holle Kuchen und das sind ja sozusagen die Federn. Und jetzt kommt das Beste, nämlich das Probieren. Da hat sich doch das Warten gelohnt. Wenn du den Kuchen zu Hause machst und Gäste hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, den auch schon am Vortag zu machen, damit du diese lange Wartezeiten mit dem Kühlen immer nicht hast. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ist mir so lecker. Der Boden ist total saftig, gerade auch durch das Mineralwasser. Dann hast du so eine richtig schöne, fruchtige Masse in der Mitte und oben die weiße Schokolade mit der Sahne. Das ist ein Träumchen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Und vergiss auf jeden Fall nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Und ich würde sagen, ich verteile jetzt mal hier nochmal bei uns im Verlag ein paar Stücke Kuchen. Wir haben ein ganzes Blech und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!